Hi und herzlich willkommen bei OWNED. Mein Name ist Halbgen und heute geht es um das Thema Musik in Livestreams. Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Wo kriegen wir Musik her? Bleibt auf jeden Fall dran. OWNED. Creating Streamer Experiences. Jetzt stellt sich natürlich vielen Streamer die Frage, welche Musik darf ich denn in meinen Streams bzw. Videos überhaupt verwenden? Das Ganze ist theoretisch recht simpel beantwortet. Ihr dürft jegliche Musik verwenden, für die ihr die Lizenz habt. Was wiederum das Ganze wieder ein bisschen schwieriger macht. Es gibt viele Plattformen beispielsweise, wo ihr Musik extra für Content Creator kaufen könnt. Beispielsweise Plattformen, wo ihr dann wirklich einzelne Lieder kauft, um diese auch wirklich mit einer Lizenz verwenden zu dürfen. Ihr kauft dort auf diesen Plattformen quasi die Lizenz, dass ihr dieses Musikstück verwenden dürft. Jetzt muss man hier aber auch wieder aufpassen, denn es erlaubt euch nicht, wenn ihr beispielsweise ein Spotify Premium Abonnement habt, dürft ihr nicht copyright-geschütztes Material abspielen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bei dem immer wieder so ein bisschen Diskussion auftaucht. Ihr zahlt bei Spotify Premium für eine private Streaming-Lizenz. Das heißt, ihr dürft die nur für euch verwenden, wenn ihr selber Musik hört. Das erlaubt euch nicht, das Ganze auf Twitch bzw. YouTube zu streamen oder hochzuladen. Wie aller Welt bekannt ist, ist natürlich auf Twitch jeglicher Rassismus, Beleidigungen oder sexistische Bemerkungen verboten. Das auch aus gutem Grund. Und wenn ihr es nicht machen dürft, sollte es natürlich eure Musik auch nicht machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ihr aufpassen müsst. Ihr solltet auch auf die Auswahl eurer Musik aufpassen. Es heißt ja nicht, es ist doch nur Musik. Nein, es geht auch wirklich um den Inhalt dieser Musik und ihr müsst natürlich auch bedenken, dass euch auch jüngere Zuschauer zuschauen können und ihr dementsprechend auch nicht irgendwelche krasse Musik auflegen solltet. Wenn wir mal ehrlich sind, es gibt momentan nichts Kritischeres als eben dieses Strike-Thema. Gerade viele in letzter Zeit große Streamer wurden gebannt, weil sie 3 Copyright-Strikes bekommen haben und dann ist halt erstmal Schicht im Schacht auf Twitch. Klar, man kann da dann nochmal Einspruch einlegen, das wird aber natürlich dauern. Je kleiner der Streamer, desto krasser ist halt auch die Dauer, die man warten muss. Und das ist halt wirklich eine kritische Sache und das nur wegen ein bisschen Hintergrundmusik. Ich möchte euch heute etwas vorstellen, das unter anderem auch ich in meinen Streams verwende. Und das ist OWNED Music. OWNED Music ist momentan eine Ansammlung von Musik, die ihr kostenlos verwenden dürft. Kostenlos und so viel ihr wollt. Ihr dürft also das komplette Album, die kompletten Alben, die komplette Musik, die erstellt wurde, in eurem Hintergrund laufen lassen. Und ihr müsst keine Sorge haben, dass ihr einen Strike bekommt. Das Ganze findet ihr auf diversen Plattformen, ihr findet es auf YouTube, ihr findet es auf Spotify, ihr findet es auf Apple Music und gleichzeitig könnt ihr auch einen Livestream ansehen bzw. im Hintergrund laufen lassen, den OWN selbst zur Verfügung stellt, wo einfach die ganze Zeit eine Playliste durchläuft. Wie schon erwähnt, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ihr OWNED Music in euren eigenen Stream bringen könnt und die einfachste mitunter ist definitiv Spotify. Bei Spotify könnt ihr entweder einfach in die Suchfunktion OWNED eingeben und findet dann direkt OWNED Music oder ihr könnt einem dieser Links unten in der Videobeschreibung folgen. Wir haben jegliche Varianten, die ich jetzt hier aufzählen werde, unten in die Videobeschreibung gepackt und da könnt ihr einfach draufklicken und dann schauen, was euch am besten liegt. Das Ganze gibt es einmal auf Spotify. Das Ganze gibt es auch noch auf Apple Music oder einfach direkt auf YouTube. Grundsätzlich ist die Vorgehensweise eigentlich super simpel. Egal auf welcher Plattform ihr seid, ihr könnt diese Musik einfach abspielen. Ich habe jetzt mal einfach einen Song gestartet und da hören wir jetzt einfach mal kurz rein. Das ist eben OWNED Music, das ist die Lo-Fi-Musik, die ihr perfekt in euren Hintergrund integrieren könnt. Und das Ganze ist eigentlich schon damit getan, dass ihr quasi diese Musik einfach nur abspielt. Ich möchte jetzt mal noch kurz darauf eingehen, wie genau man das Ganze so ein bisschen ausleveln kann. Weil es ist immens wichtig, dass ihr die Musik nicht zu laut macht in eurem Stream. Das Ganze könnt ihr ganz einfach sehen in OBS. So, jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie genau man diese Musik eigentlich ausleveln sollte, dass sie wirklich im Hintergrund bleibt und nicht den Stream dominiert. Das Ganze ist ganz, ganz wichtig, denn wie gesagt, es sollte auch wirklich eine Hintergrundmusik bleiben und nicht so laut sein, dass man quasi einzelne Wörter von euch nicht mehr hört.
Das Ganze sollte ungefähr gefühlsmäßig bei einem Drittel eurer eigenen Sprechlautstärke sein. Und hier in OBS seht ihr jetzt gerade auf der rechten Seite ist meine Sprechlautstärke des Mikrofons und auf der linken Seite habe ich einfach mal Spotify rein, beziehungsweise die Musik. Ihr könnt jetzt also sehen, wenn ich die Musik jetzt hier lauter mache, dann wird das Ganze immer, immer unangenehmer, je lauter ich gehe. Das heißt, wenn es zu laut ist, dann könnt ihr mich eigentlich schon fast gar nicht mehr verstehen, weil das Ganze so extrem laut ist, dass es einfach den Stream übernimmt. Und wenn es so laut ist, dann können auch eure Zuschauer nichts mehr. Das heißt, das Ganze sollte ungefähr bei einem Drittel eurer Lautstärke sein. Das heißt, wir machen das Ganze mal ungefähr hierhin. Und dann sollte das auch wirklich schön als Hintergrundmusik drin bleiben. Ihr könnt natürlich pro Musik nochmal ein bisschen variieren. Ihr könnt ja jederzeit das Spotify ein bisschen lauter oder leise machen, beziehungsweise natürlich auch Apple Music oder YouTube. Das Ganze ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn Musik macht ganz, ganz viel aus. Ihr könnt es ja einfach mal probieren, startet einfach mal eine normale Aufnahme, schaut euch an, wenn ihr redet, wenn Hintergrundmusik dabei ist und wenn ihr redet, wenn keine Hintergrundmusik dabei ist. Und ihr werdet merken, dass das Ganze mit Musik viel, viel angenehmer ist, weil es eben keine Stille gibt. Diese Lo-Fi-Musik, die Ode anbietet, die ist wirklich perfekt für den Hintergrund. Das heißt, es ist immer so ein kleiner Vibe einfach da, der quasi die Musik einfach, beziehungsweise der einfach diese Stille füllt, wenn ihr gerade nichts redet. Beispielsweise, wenn ihr jetzt in einem Just Chatting seid, kurz überlegen müsst, dann ist halt einfach diese Stille da. Und wenn ihr aber dann eben zu diesem Zeitpunkt nichts sagt und Musik drin habt, dann ist das viel, viel angenehmer. Und auch diese Musik, die regt so ein bisschen an, die Zuschauer da zu bleiben, einfach weil es viel, viel angenehmer ist. Und jetzt seid ihr eigentlich die absoluten Copyright-Profis. Ihr wisst jetzt, wie ihr Content createn könnt, ohne dass ihr einen Copyright-Claim oder einen DMCA-Strike bekommen könnt. Das Ganze natürlich alles findbar nochmal in den Videobeschreibungen. Ihr findet auch auf der Owned-Seite nochmal ganz viele Informationen zum Thema Owned Music. Tobt euch da einfach mal ein bisschen aus, erstellt euch vielleicht aus den Playlists nochmal eine eigene mit euren Top-Songs, die euch am besten gefallen und lasst die einfach mal im Stream laufen. Ich wette, die Leute werden sich wirklich freuen über die Musik im Hintergrund. Genießt es, benutzt die Musik. Bei Fragen natürlich wieder gerne unten in die Kommentare reinschreiben und ansonsten, wie gesagt, viel Spaß beim Streamen. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.